Klima und Ernährung, das ist das Motto des aktuellen Mutter Erde Schwerpunkts im ORF. Und auch wir im Studio 2 gehen der Frage nach, wie weit sind die Sachen, die wir zu uns nehmen, auch für unseren Planeten verträglich. Unser Kollege Jan Matuszek ist diese Woche unterwegs, sehr viel auch bei Direktvermarktern, auch heute bei einem Bauernhof. Marc, wo befindest du dich denn, Jan? Ja, wir sind heute zu Gast in der Oststeiermark, genauer in Rosegg bei Birkfeld. Grüß dich, Martin. Hallo, Birgit, und auch einen wunderschönen Nachmittag zu Ihnen nach Hause. Ja, hier auf rund 700 Meter Seehöhe, da steht der Hof von Thomas Schaffer, den er gemeinsam mit seiner Frau betreibt. Die benötigte Energie, die kommt aus Photovoltaik, aus Holz und aus Produktionsabwärme. Thomas Schaffer, eigentlich studierter Chemiker und Physiker, hat sich vor einigen Jahren entschlossen, seinen erlernten Beruf an den Nagel zu hängen und sich ganz seiner Passion zu widmen, nämlich dem Essigmachen. Und das möglichst nachhaltig. Heute ist ja vielleicht nicht das ideale Wetter, um Photovoltaikstrom zu produzieren. Aber Sie haben schon vor Jahren Ihren Betrieb auf Photovoltaik umgestellt, haben den auch auf verschiedenen Dachflächen platziert. Ja, richtig. Also begonnen haben wir schon zu einer Zeit, wo das große Energiethema noch eben gar kein Thema war. Das hat auch damit zu tun, aus meinem Vorleben als Physiker haben wir uns da vor Beginn unserer Arbeit einfach Gedanken gemacht, was können wir, was wir vor Ort haben, sinnvoll einsetzen. Und eines davon war ja auch die Sonne, weil die scheint an schönen Tagen zumindest, auch bei uns. Aber Sie haben es ja so ausgerichtet, dass Sie sozusagen im ganzen Tagesverlauf Strom produzieren und nicht nur in eine Richtung die Tafeln schauen. Genau. Unser Hauptaugenmerk für die Selbstversorgung liegt eben darauf, dass wir möglichst lang eigenen Strom verwenden können. Ja? Und da wir zuerst nur eine begrenzte Anzahl oder am Beginn noch überhaupt keine Speichermöglichkeit gehabt haben, haben wir von vornherein unsere Energieproduktion so ausgelegt, dass wir in der Früh, am späten Vormittag, dann am frühen Nachmittag und am Abend Flächen haben, die immer genau ausgerichtet sind und dort dann zu dieser Zeit den maximalen Ertrag bringen. Wir sind herein übersiedelt in die Essigmanufaktur, untergebracht in einem wunderschönen Haus aus dem 18. Jahrhundert, das Sie hergerichtet haben und hier eigentlich auf kleinsten Raum jetzt diese Essigproduktion eingerichtet haben. Übrigens die Abwärme des Essigs, mit dem, das wird dann gleich ins Haus eingespeist, also auch da geht nichts verloren. Aber die Essige entstehen eigentlich alle aus Produkten, die rund ums Haus wachsen. Genau. Beim Herübergehen zum Haus sieht man ja auch draußen die Obstbäume stehen. Das sind genau die Bäume, die eben unser Obst und die Früchte liefern. Wildfrüchte wie zum Beispiel Hagebutte oder Schlehdorn, die ernten wir auch unmittelbar in der Umgebung des Hofes, allerdings natürlich zum Beispiel in der Kuhweide unten auf den wilden Hagebuttenbuschen, wie wir sagen. Oder die Kräuter und Blüten, die wir benötigen, die wachsen in unserem typischen oststeirischen Bauerngarten. Zusammen mit dem Gemüse, was wir auch am Mittagstisch verzehren. Die Liebe zum Essig ist eindeutig da, schon allein wenn man sich die Produktpalette ansieht. Ich glaube, es sind rund 60 verschiedene Essige. Sie sind ja eigentlich gelernter Chemiker bzw. studierter Chemiker und Physiker. Wie sind Sie zum Essig gekommen? Ja, als zwei unterschiedlichen Punkten. Erstens einmal war es immer schon meine geheime Leidenschaft. Schon in den 80er Jahren als Schüler damals zu Hause habe ich für unsere Familie nur in kleinen Mengen natürlich Essig hergestellt. Das hat sich dann mit meinem, ich sage immer, zwischen oder ersten Leben als Physiker, Chemiker eben aufgehört. Dafür habe ich natürlich keine Zeit mehr gehabt. Ich war in der Spitzenforschung beschäftigt und über das Jahr mehr im Ausland unterwegs als zu Hause eigentlich, und da war für sowas natürlich keine Zeit mehr. Ich bin dann ein ganz moderner Mensch geworden, der dieses ominöse Burnout-Syndrom erleben oder durchleben durfte und musste, und habe dann eigentlich mein Hobby zu meinem Lebensinhalt machen müssen oder können. Mittlerweile vertreiben Sie diese Essige über Direktvermarktung bzw. haben Sie auch viele Partner, die diese Produkte dann in Ihrem Angebot haben. Wie werden die Essige eigentlich kreiert?
Ja, es gibt unterschiedliche Arten von Essigen. Es gibt Essigen, die eben von Beginn an, von der Frucht über alle Verarbeitungsschritte bis dann in die Essigflasche, diese eine Frucht sind. Das kann sein ein typischer Apfel natürlich bei uns in der Oststeiermark, eine Birne, eine Johannisbeere, eine Erdbeere, was auch immer. Aber es gibt dann natürlich auch Essige, wie zum Beispiel einen Basilikum-Essig. Aus Basilikum kann man keinen Essig herstellen, da braucht man Basisessig, der eben chemisch gesprochen jetzt die Inhaltsstoffe aus den Kräutern herauslöst, als polares Lösungsmittel, und das dann praktisch in unserem Fall hauptsächlich im Apfelessig, das ist unser Hauptprodukt, dann enthalten ist. Also diese zwei verschiedenen Formen von Essigen produzieren wir auch. Über das Jahr betrachtet kann Thomas Schaffer momentan rund 80% seines Strombedarfs hier selbst am Hof abdecken. Mit der nächsten Produktions- oder Fertigungsstufe, die schon bald fertig ist, kratzt er dann bereits an den 100%. Ja, und das versüßt natürlich das Leben, selbst wenn man Essig produziert. Morgen geht es bei uns übrigens um die Milch. Ich bin froh, wenn Sie wieder mit dabei sind, und damit zurück zu euch ins Studio. Ja, wir freuen uns schon auf deine nächste spannende Geschichte. Danke, Jan.